Hallo, dann sind wir wieder. Wir malen heute wieder was zu Ostern. Ich habe mir überlegt, was habt ihr denn alles zu Hause? Und ich gehe davon aus, bestimmt hat jeder Vater, jede Mutti eventuell noch einen Farbriss. Ich habe hier Wohnraumfarbe matt. Ich habe Ohrenstripes zum Saubermachen. Die können wir zum Beispiel benutzen. Wir haben ein Klebeband, wir können aber auch ein durchsichtiges Klebeband nehmen, so wie es jeder hat für die Schule und so. Wir haben einen alten Topf, ihr seht es daran, ich habe den sauber ausgewaschen, habe den im Garten gefunden, habe gedacht, Mann, du bist so traurig, machen wir dich einfach schön. Und diesmal habe ich sogar einen Schulmalkasten gefunden. Den werden wir natürlich auch einsetzen, weil wir wollen es ja ein bisschen bunt machen. Als erstes nehme ich den Rest meiner Farbe. Rühre das einmal kurz um und dann gebe ich meinem Topf erstmal eine schöne, helle Untergrundfarbe. Und ihr werdet auch sehen, alle Rillen, die hier sind durch die Borsten des Pinsels, werden wunderschön weich und wenn das jetzt eintrocknet, haben wir einen schönen mattierten Untergrund. Dann gehe ich bei den Innenkanten gehe ich auch mit der Farbe nach. So. Jetzt braucht er natürlich eine Weile zum Trocknen. Wandfarbe ist immer auf Wasser basiert, deshalb kann man die auch mit Wasser verdünnen. Wir haben eine relativ dicke Farbe genommen und warten jetzt ab, bis die Farbe einen trockenen Ton hat. Ich fange dann an zu tasten und wenn ich keine Farbe mehr an den Fingern habe, zeigt mir das an, dass die trocken ist und dann kann ich die weiter verarbeiten. Meine Palette wird wieder mein Frühstücksbrettchen sein, wo ich eine Haushaltsfolie aufgezogen habe. Wir können Blumen oder Verzierungen auf Töpfe mit dem Pinsel machen. Aber es gibt auch eine ganz andere Möglichkeit, die habe ich mal im Internet gefunden. Und zwar mit diesen Ohrenstripes. Und zwar macht ihr eins, ihr nehmt euch so eine Handvoll, sage ich jetzt mal. Macht euch die zurecht, stupst die nach unten. Nehmt ein Stück Klebeband und macht euch die in der Mitte fest. Ihr seht, es ist wie vom Kegel gerührt. Einfach wunderbar, sodass wir immer das nochmal nachdrücken können, sodass alle fast gleichmäßig sind und es immer einen kleinen Kreis ergibt. Und dann gehen wir als erstes mit der dunklen Farbe tupfen wir nur rein und ihr seht, dass wirklich nur oben die kleinen Punkte auf den Stripes sind. Jetzt machen wir uns ein Blütenmuster. Und wo wir dunkle Sachen haben, wir haben letztes Mal über Schatten gesprochen, können wir mit der anderen Seite auch noch mal in die helle Farbe gehen. Und schon haben wir wunderschöne Blüten. Wo ich eine Blüte habe, habe ich natürlich auch einen Stiel. Jetzt könnt ihr wieder mit den Stripes arbeiten, wenn ihr keine Pinsel habt. Habt ihr Pinsel, könnt ihr die auch benutzen. Dann geht ihr in das Wasser, holt euch, haben wir den Grün hier, gucken wir gleich mal, oh, wunderschöne grüne Farben. Geht dann euer Grün. Wenig ist, kann man auch noch mal nachtupfen, weil wir haben nur noch genug Farbe drauf, indem man dann guckt, wo kann ich denn weitergehen.
diese Sache können wir weiter ausbauen. Wir können mit dem Schwamm zum Beispiel jetzt auch noch in den dunklen Ton gehen, holen uns hier die Farbe raus, nur mit der Ecke, stellen den Blumentopf auf und gehen einfach einmal und drehen diesen Schwamm oben am Ring. Und fertig ist unser schöner Blumentopf, der vorher eigentlich ganz hässlich war. Wenn wir dann noch eine Blume hineinsetzen, ein paar Äste und vielleicht das eine oder andere Osterei anstecken, denke ich, dass uns dieser kleine Topf gelungen ist. Viel Spaß beim Nachmachen und wieder, wenn ihr selber schöne Ideen habt, wie ihr eure Töpfe verändern wollt oder ihnen ein bisschen Leben einhaucht, zeigt doch einfach mal, was ihr für Ideen habt. Das ist eine kleine Idee von mir. Ich wünsche euch alles, alles Gute, bleibt gesund.